Herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren Runde Warp-Tour mit dem Wesley. Hi. Hi, die Hi. So, Freunde der Nacht. Unsere übelste Produktivität im Keller ist gleich fertig, weil die Forschung ist. Ja, Alter, was hier an roten Flächen durchläuft, ne? Das war vorher so nicht. Weil einfach alles übertriebene Produktivität hat. Ja. Aber richtig üble Produktivität. Allein schwarze hier. Schwarze Fläschchen reiß ich schon mal ab, ey. Die Grünen genauso. Schwarze Fläschchen brauchen wir ja nicht. Nee? Wie viel haben wir denn auf Puffer? Ja, ist mir egal. Lass uns noch kurz was hochpuffern. Warte mal noch 5 Minuten. Lass das mal kurz rennen hier. Na gut. Aber wir können ja so lange hier. Wir übertreiben mal richtig. Oh, wir verbrauchen fast 1 Gigawatt. Der ganzen Karte oder nur in diesen Kellerebene? Auf der ganzen Karte. Ja, es ist ja eigentlich nur diese Ebene. Hier oben verbrauchen wir weniger. Warum wird das nicht gebaut? Hast du schon Fließbänder automatisiert? Ja. Warum werden die da nicht gebaut? Fehlen Zahnräder. Ja, aber wir haben doch welche auf Puffer, oder nicht? Nee, haben wir nicht. Tatsache. Und auch Stapelgreifarme haben wir auch nicht, oder was? Nee. So, die werden erstmal abgeholt. Zahnräder. Die Kiste wird sofort leer gemacht. Ich habe da gerade eine Anbieterkiste gemacht, hingebaut. Zack, ist sie leer. Okay, wir können hier auch noch overtreiben. Krass. Krass, krass, krass. So. Und noch einmal. Was machen wir denn? Wollen wir ein bisschen mit Geschwindigkeit ins Minus, dafür mehr Produkt? Ne, wir machen Geschwindigkeit auf jeden Fall hoch. Ja. Macht Sinn. Ja, wir verbrauchen 1,1 Gigawatt. Weil wir können ja noch satt. Ja, wir können bis auf 2,4 hoch, glaube ich. Ja, wir haben 8 Reaktoren. 16. 16 insgesamt, ja. Ja, ich glaube, so viel war das. Nee, wir sind jetzt knapp bei der Hälfte. Wir können, glaube ich, pro Reaktor 1,2 Gigawatt. Meine ich. Hätte ich hier ausgerechnet. Ja, das kann sein, ja. Auf jeden Fall haben wir satt. Und wir haben jetzt theoretisch noch unten und oben die Möglichkeit, nochmal so Dinger hinzuknallen. Also. Easy peasy. Wahnsinn. Easy peasy. Ah, das war ja wohl nix hier. Wir füllen die ja noch überall. Ja, hier können ja nur 3 rein. Füllten denn noch welche? Hier sind sie jetzt alle. Alter, echt? Was denn? Nee, war das Band zu lahm. Deswegen arbeitet das nicht richtig. Die Kernbrennstoffmaschine macht auch unten Sinn, verbraucht kaum Platz, aber die Produktion lohnt sich. Ja, das macht richtig Sinn. Jo, da kannst du Produktivität drin machen. Okay, alles klar. Weg damit. Zack, weg ist sie. Nice, nice, nice. So. Wie weit geht der Beacon? Oh, Alter. Du kannst ja die irgendwo hier in die Ecke schmeißen oder so. Ja, habe ich ja schon. Geht ja irgendwo. So, wie viel Robis verbrauchen wir hier? Logistik? 300. Ja. Wird wahrscheinlich später noch ein bisschen mehr werden. Was Harvester ist, Platform Size? Was ist das denn? Haben wir das fertig geforscht? Ah, nice.
Ja, das ist so, die Größe vom Harvester. Warte mal, was wollt ihr denn jetzt machen? Können wir uns das nicht, können wir uns nicht leisten? Machen erstmal den Rest fertig, oder? Lass uns erstmal den ganzen Kram wegforschen, oder? Wir haben es ja jetzt hier, läuft ja hier zu 100%. Alter. Was sagt denn die Produktivität in 10 Minuten? Geht ab. Geht auf jeden Fall ab. Boah, jetzt müssten wir hier noch die kompletten... Oh, es wäre so geil, wenn dieser Beacon die ganzen, die Außenteile noch mitnehmen würde, ne? Dann hätten wir noch ohne Ende Eisen und Kupfer. Boah, ja, wenn der noch größer wäre. Oder gibt's da noch eine Forschung für, dass der noch größer wird? Ja gut, die können wir zumindest auch... ich glaube nicht. Gibt's leider auch nichts. Kann man höchstens auch noch pimpen mit Modulen, ne? Aber das würde uns, glaube ich, nur Platz sparen. Ja, das brauchen wir nicht. Also, wir haben auf jeden Fall genug. Weil den Platz brauchen wir so jetzt hier unten sowieso nicht. Ob da jetzt Maschinen stehen oder nicht. Der reicht auch so gerade bis zu diesen Ecken. Biegen, ne? Ja, der reicht komplett. Also, du kannst im Innenteil alles bebauen. Schade, dass hier keine Produktivität rein kann. Aber hier, oder? Oh, nicht. Ja, alles klar. Wie viel ist da drin? Er übertreibt richtig maßlos. Ich produziere hier unten. Irgendwo. Oder? Produziere ich die nicht schon? Ich hol mal ein paar Rubis nach unten, hä? Jung Mama, da oben brauchen wir jetzt eh nicht mehr so viele. Wenn du jetzt hier die Eskalation einläutest, dann... Ja, so ein bisschen, ne? So ein bisschen, sagt er. Brauch eigentlich nur 100, ne? So, was haben wir jetzt hier? 6,5k Militärfläschchen. Ach komm, reiß ab. Reiß ab! Do it! Wir könnten hier auch die roten Fläschchen und sowas, können wir alles per Rubis darüber bringen. Da brauchen wir ja keine Fließbänder durch die Mitte legen, oder? Also schon gestabilized. Ja, habe ich vorhin mal. Wir warpen ja auch wieder bei 1,20, ne? Stäbeleis. Was machst du jetzt? Rote Band wegreißen hier von den Fläschchen. Die lasse ich jetzt per Ruby liefern. Ja, das können wir komplett auch alles abreißen. Was? Oder welche? Die roten gehen ja nur für die blauen hier rein, ne? Welche roten? Oder was meinst du? Ach so. Die roten Fläschchen, die lasse ich jetzt per Ruby darüber geben. Dann brauchen wir ja kein Fließband legen, oder? Das können wir uns sparen. Schön. Ich könnte das auch hier hin machen, ne? So. Ja, warte mal. Nein. Why? Sind denn die ganzen blauen Fließbänder? Kann doch nicht sein, dass so viele fehlen. Ja, weiß ich auch nicht. Aber hier brauchst du ja eigentlich rote, ne? Wenn du die gelben upgradest. Kann sein, dass davon keine da sind. Brauchen mehr Zahnräder.
Eine Zahnradproduktion. Okay. Also sowas wie jetzt hier mit dem Fläschchen, das hätte ich jetzt hier komplett zugepflastert, hier alles in der Mitte. Mit Beacons. Immer eine Reihe Beacon, dann Montagemaschinen. Reihe Beacon, Montagemaschinen, Reihe Beacon, Montagemaschine. Komplett, bis du keinen Beton mehr siehst. Und dann einfach bauen. Und alles, was du brauchst. Bauen. Boah. Na, dann, ich schieß nochmal eine Rakete. Was? Weg damit. Hier, ich mach mal hier automatisch. Lass mal fliegen, die Dinger. Scheißegal. Er macht. Was? Wer verschaden? Ja, ich hab einfach alles geforscht, was da war. Was wir nur nicht forschen dürfen, waren diese Rail Stations, ne? Vielleicht müssen wir mal gucken, dass wir die frei halten. Falls wir doch mal hier mit Zügen Zeug runterbringen. Weißt ja nicht. Ob wir da mal auf lustige Ideen kommen. Was ist denn? Warte mal. Gehen wir mal in die Richtung hier. Was ist das denn eigentlich? Gibt's ja Loader. Oh mein Gott. Wobloader. Oh mein Gott. Distribute items between all other Wobloaders according to filters. Ist das? Das für ein Ding? Was für ein Ding? Naja, schon gut. Was? Und kommt Turbo Wesley eigentlich auch durch die Ecken durch, wo sich zwei Stücke Keller gerade berühren? Nein, das glaubst du so schnell, wenn ich nicht. Das wär's. Also hier diese Ecken, aber die kann man auch so drüber gehen. Aber hier kann ich nicht. Aha, jetzt will er hier ausrasten. Ausrasten. Hä? Jetzt? So, dazwischen, hä? Was? Nix. So. Jetzt müsste doch eigentlich hier. Ja, halt mal auf die Montagemaschine und guck mal auf hergestellte Produkte. Ja, läuft, ne? Aber es müsste doch jetzt eigentlich genug hier Zahnräder geben. Erstmal. Brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar hiervon. Können wir die eigentlich auch produktivisieren? Nee. So, warte mal. Forschung. Alter, erforscht schon die heftigen Module. Ja, gleich kommt's. Das ist ein normales Warenhaus, warte mal. Hä? Es kommt hier so wenig Kohle an. Oh, Wesley, wir können jetzt aussuchen, wo wir hinwarten wollen. Oh, endlich. Nice. Können wir das wirklich aussuchen? Weiß ich nicht. Factory. Aber jetzt nicht Warpen drücken. Nein. Ein bisschen was draußen stehen. Auch wenn es nicht viel ist.
Kann ich den Scheiß hier wegmachen, oder? Aber was passiert, wenn man jetzt eine Nuklear-Warp-Brennstoffzelle in den Warp-Reaktor reinschmeißt? Ja, ich habe keine Ahnung, was der macht. Kein Plan. Was wir nochmal machen könnten, wäre hier... Stabilize! Ja, was macht der? Der erzeugt 20 Megawatt. Das ist... Das sind drei Montagemaschinen im Keller. Das ist nichts. Warte mal, wir haben ja hier noch so viele Maschinen frei, ne? Kann ich ja hier Reaktorzeug bauen. Können wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Reaktoren auf Lager. Das ist gut. Wärmetauscher. Machen wir eine Reihe. Wärmeleitplatten. Machen wir eine Reihe. Dampfturbinen. Machen wir zwei Reihen. Wir werden wahrscheinlich... Oh. Jetzt sind sie alle beschäftigt. 800 Logistikroboter. Ja. Ich schmeiß nochmal 50 in den Raum. Wenn ruhig mehr, glaube ich. Naja, jetzt, das war, weil ich gerade hier angefangen habe, Reaktoren mit Robbys zu bauen. Achso, okay, da kommt eine Menge an. Ja, da müssen die erst einmal alles hinbringen, bis es läuft. Gut, gut. Aber sind schon wieder 150. Kann ich jetzt die schwarzen Fläschchen hier abreißen? Ja, kannst abreißen. Mach weg. Wir haben jetzt 7,4k im Puffer. Das ist, wenn es nochmal verdoppelt durch die Produktivität, haben wir jetzt 14.000. Die wir verforschen konnten. Warte mal, eigentlich könnte ich das ja hier umbauen, ne? Anforderungen. Das hier wegmache. So, fordern wir hier die Schwatzen an. Bams. Und dann passt das. So. Wie schnell das geht, wie schnell das geht, ey. Bams. 7K drin. Läuft. Und das hier läuft noch nicht so richtig, ne? Boah, der Wessel, der wird jetzt so übertreiben. Übel, ey. Übel. Richtig geil. Wir brauchen mehr Logistikroboter. Für einen Keller, der einfach mal so winzig ist. Oh, jetzt stört die Scheiße da. Da haben wir 1K, da haben wir 1,3K. Geil. Freunde. Oh, ehrlich? Das läuft. Ja, ja. So, hier können wir produzieren. Immer wie wollen. Mach mal eine Reihe klar für Anschluss für Flüssigkeit, also Prozessoren.
Willst du die hier unten machen? Ja, mir ist egal. Ich will ein paar Komponenten für die Fläschchen machen. Ja, okay, ja, mach. Könnten die theoretisch auch. Das hier ist ja eigentlich übrig, ne? Wenn wir blaue Fläschchen theoretisch jetzt da bauen würden. 2, 3. Okay, fangen wir einfach mal an. Machen wir erstmal für die gelben. Davon 2. Oh, scheiße, hier muss Schmiermittel ran. Nein! Ja, das ist jetzt blöd. Ja. Das ist richtig kacke, wenn jetzt hier Schmiermittel dran muss. Warte, komme ich hier überhaupt so weit? Theoretisch. Wenn ich das von unten mache. Leider 2 abreißen. Oder ich baue es anders. Komm ich aber, glaube ich, nicht so weit. Oh, warte mal, wir kriegen die hellgrün ja gar nicht hier runter, ne? Müssten wir. Da ist noch irgendwo was frei. Anbieter. Was? Da ist aber noch irgendwo was frei. Ja, ich muss es halt nur bauen, weil. So, 100 Stück. Hier machen wir auch 100. Und hier auch ein Steck. Dann passt das. Was? Die Kisten nach unten und zwischen die Kisten ist dann Platz fürs Rohr. Ja. Was? Nicht so wichtig. Ja, fehlt dir aber trotzdem eine Reihe. Musst du es trotzdem eins nach oben versetzen. Nein, das passt nicht. Verdammt. Nee, passt nicht hin. Hier, bau doch eine fertige Reihe für Rohranschlüsse. Bau die einfach neu. Mit einem mehr Abstand, wo du dann noch Rohr durchlegen kannst. Ja, so viel Schmiermittel brauche ich ja nicht. Ich brauche ja nur für die Elektromotoren, ne? Und da brauche ich noch Schwefelsäure für die Prozessoren später. Genau. Und das war's dann eigentlich schon. Ja, höchstens Batterien. Das ist gut. Batterien kannst du aber bei Prozessoren auch noch machen. Was fehlt denn noch? Baumaterial mit geringer Dichte machen wir da eigentlich schon, ne? Mache ich auch neu. Mache ich hier unten. Da reichen 5 Maschinen da, glaube ich. Alter, wie hoch stecken denn bitte die Kernreaktoren? Ich glaube hoch. So, dann wenn Kernreaktor. Ich wollte jetzt keine 50 Stück puffern. Kleiner als 8. So, wie sieht das aus? Boah, wir können jetzt die kranken Module bauen, Wesley. Die sind natürlich richtig heftig, ne? Wobei, die haben nicht so einen hohen Energieverbrauch tatsächlich. Damit sparen wir... Die Folge noch. Das war hart pinkeln. Wir sind jetzt so am Ende, ne? Ja, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend, damit der Wesley auf den Pott kommt. Sonst macht er sich gleich ins Büchschen. Können wir nicht verantworten. Nee. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und tschüss. Tschüss.